Seht ihr auch genau hin? Liebe Rechtsfreunde, vielleicht habt ihr schon mal vom sogenannten Wembley-Tor gehört. Wer das nicht kann, entstanden ist der Begriff im WM-Endspiel 1966, als der englische Stürmer Geoffrey Hurst den Ball unter die Querlatte ballerte. Viel interessanter ist aber, was danach passiert ist. Und zwar stellt sich die Frage, ob der Ball dann auf die Linie geprallt ist oder aber hinter die Linie, sodass es ein Tor gegeben hat. Schauen wir mal kurz rein. Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor! Kein Tor! Und was meint ihr? Drin oder nicht? Ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben und genau dieser Frage wollen wir uns heute nähern, wenn wir uns intensiv mit dem Thema Zeugen beschäftigen. Was ist eigentlich ein Zeuge? Welche besonderen Arten von Zeugen gibt es? Und was spricht für die Glaubwürdigkeit eines Zeugen oder gegen ihre Glaubwürdigkeit? Wir klären es in diesem Video. Tja, drin oder nicht? Diese Frage stellt sich nicht nur regelmäßig Jon Snow, sondern diese Frage musste auch der Schiedsrichter beantworten, ob der Ball nun drin war oder nicht. Und da er es selbst nicht gesehen hatte, musste er seinen Kollegen, den Linienrichter, befragen. Und auch da schauen wir mal kurz rein. Oder doch, jetzt was entscheidet der Linienrichter? Tor! Nun ja, der Mann scheint sich ja wirklich sicher zu sein. Jedenfalls nickt er sehr eifrig, woraufhin der Schiedsrichter das Tor gibt und Deutschland das Spiel in der Folge mit 4:2 verliert. Unter anderem, weil das 4:2 auch irregulär waren, weil Zuschauer auf dem Feld waren. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Tatsächlich wissen wir aber nun hinsichtlich des Wembley-Tores, was der Linienrichter fleißig abgenickt hat, durch Auswertung einer anderen Perspektive dieses. Der Ball landet genau auf der Linie. Eindeutig kein Tor. Was also zumindest für uns den Schluss zulässt, das, was der Linienrichter angibt, entspricht retroperspektivisch nicht dem, was die Fernsehbilder uns zeigen. Oder wie wir Anwälte es ausdrücken würden, der Zeuge labert Müll. Punkt Uno, was ist ein Zeuge eigentlich? Ein Zeuge ist eine Person, die zu einem gestellten Sachverhalt eigene, Achtung, Wahrnehmungen bekunden kann. Sehen vor allen Dingen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Er ist neben dem Sachverständigen, dem, was die Parteien sagen, dem Urkunden und dem Augenschein einer der strengen Beweismittel im Verfahren. Ganz entscheidend ist dabei nicht nur, ob der Zeuge tatsächlich vor Ort gewesen ist, sondern eben, was er durch seine eigenen Wahrnehmungen bekunden kann. Sehr, sehr häufig, gefühlt jeder zweite Zeuge, kann zwar zum Randgeschehen sehr genaue Informationen geben, aber zum eigentlichen Kerngeschehen, was hier in unserem Fall häufig fraglich ist, kann er keine Angaben machen oder ist gar nur Zeuge von Hörensagen. Das heißt, er gibt das weiter, was andere, die was wahrgenommen haben, ihm erzählt haben. Schauen wir uns in Bezug auf das Wembley-Tor einmal die Aussage des Linienrichters Tofik Bachramow, die ich für euch im Dortmunder Fußballmuseum abfotografiert habe, genauer an. Ich habe nicht gesehen, dass der Ball im Tor war. Aber ich sah, wie der Engländer Hurst nach dem Schuss die Arme hochriss. Ich sah auch, dass der deutsche Torwart einen untröstlichen Eindruck machte. Deshalb muss es ein Tor gewesen sein. Ich habe nicht gesehen, dass der Ball im Tor war, aber ich habe fleißig genickt, als der Schiedsrichter mich gefragt hat. Das ist ja wohl krass. Was macht der Zeuge hier? Etwas, das ganz viele Zeugen machen. Sie geben keine eigene Wahrnehmung zum hier entscheidenden Kerngeschehen ab, sondern eine Wahrnehmung zum nebenherlaufenden Randgeschehen und schlussfolgern dann auf das Kerngeschehen. Das heißt, sie fabrizieren in ihrem Kopf eine eigene Realität, die nichts mit dem Kerngeschehen zu tun haben muss. Zum Vergleich nehmen wir mal die Aussage von Hans Tilkowski, dem deutschen Torwart, die ich auch im Dortmunder Fußballmuseum für euch abfotografiert habe. Und ich kann euch sagen, der Mann ist schon deshalb glaubwürdig, weil er früher als Mann mit dem Polypenarm für den besten Verein der Welt, Borussia Dortmund, gespielt hat und nur 3 Kilometer von meinem früheren Wohnort aufgewachsen ist. Zitat: Ich schaute über meine linke Schulter nach hinten und sah es genau. Es war kein Tor und dabei bleibe ich. Und das Ganze deckt sich auch mit folgender Aufnahme.
Wie wir hier sehen, hatte er schon den Kopf wohl gerade gedreht, als der Ball auf die Linie prallte. Das heißt, er berichtet hier über eine eigene Wahrnehmung und schlussfolgert, nicht so wie der Schiedsrichter, er ist also wirklich für das Kerngeschehen Augenzeuge. Nachdem wir nun festgestellt haben, was ein Zeuge eigentlich ist, wollen wir uns nunmehr noch mit zwei ganz besonderen Arten von Zeugen beschäftigen, von denen man immer wieder hört. Der wohl bekannteste dürfte neben dem eben genannten Augenzeugen der sogenannte Kronzeuge ab. Woher kommt der Begriff Kronzeuge? Der Begriff kommt aus England und leitet sich vom to give evidence for the crown, für die Krone Aussagen ab, weil der englische Staatsanwalt im Auftrag des Staatsoberhauptes, dem König oder der Königin, die Anklagen zum Gericht bringt. In Deutschland ist ein Kronzeuge jemand, der den Strafverfolgungsbehörden hilft, eine, Achtung, schwere Straftat zu verhindern oder aufzudecken. Meist ist er Mitglied der Mafia oder aber einer Terrororganisation. Im Gegenzug dafür darf er häufig auf eine sogenannte Strafmilderung hoffen. Das war in Deutschland häufig auch Gegenstand der Kritik, aber vielleicht machen wir da nochmal ein eigenes Thema draus. Eine weitere sehr bekannte Art des Zeugen ist der sogenannte Knallzeuge. Und ähnlich wie der Linienrichter zieht der Knallzeuge häufig einen Rückschluss. Er hat zwar sinnlich etwas wahrgenommen, indem er etwas gehört hat, dreht sich aber dann erst um und nimmt dann erst visuell ein Geschehen wahr, nachdem das eigentlich Interessante meist schon passiert ist. Beispiel: Wir haben hier vor der Kanzlei einen absoluten Unfallschwerpunkt an einer Kreuzung. Und seitdem ich hier arbeite, war ich bestimmt schon 15 Mal Zeuge eines Unfalls. Und 14 Mal davon als Knallzeuge. Es rumst und ich denke mir, nein, da hat schon wieder ein Unfall gegeben, gucke natürlich sofort aus dem Fenster, ob ich helfen kann oder nicht. Und meist sind es dann irgendwelche, Achtung, Rückschluss von mir, Auffahrunfälle. Ich sehe aber nur, wie die Autos ineinander stehen. Und deshalb bin ich für diese Situation ein relativ unergiebiger Zeuge, weil ich eben nur das berichten kann. Ich kann nur über einen Knall berichten und sagen, wie die Autos wohl hinterher gestanden haben, was maximal vielleicht wichtig noch für den Sachverständigen ist. Die Problematik ist aber, und da können die Knallzeugen häufig gar nichts für, weil die das psychologisch tatsächlich selber so glauben, dass sie den Unfall tatsächlich gesehen haben. Und daher ist es Aufgabe der Richter und auch vor allen Dingen der Anwälte nachzufragen, warum der Zeuge das denn nun gesehen hat, warum er gerade da so aufmerksam war, was er vorher gesehen hat, wie es dazu gekommen ist und detailreich nachzufragen. Was uns zu Punkt 3 bringt, wann ist eigentlich eine Person unglaubwürdig oder ihre Aussage nicht glaubhaft. Und genau diese beiden Dinge unterscheiden wir Juristen sehr streng. Glaubwürdig sind Personen, glaubhaft sind Aussagen. Eine Person kann unglaubwürdig rüberkommen, ihre Aussage kann aber trotzdem glaubhaft sein. Und der Richter muss hinterher entscheiden, wie er das Ganze wertet. Kriterien für die Glaubhaftigkeit einer Aussage sind vor allen Dingen Detailreichtum, Originalität und Logik. Hingegen weisen Detailarmut, Widersprüche und vor allen Dingen der Rückgriff auf Allgemeinplätze auf eine unglaubhafte oder gelogene Aussage hin. Was aber jetzt nicht bedeuten muss, dass schon beim Vorliegen einer der Kriterien die Aussage sofort unglaubhaft oder eben glaubhaft wird. Man guckt sich genau die Person an und schaut dann eben, ist das irgendwie logisch, in sich konsistent oder ist das widersprüchlich und detailarm. Bei der Glaubwürdigkeit einer Person achtet man vor allen Dingen auf die Körpersprache. Mir persönlich ist es in den letzten Jahren, wo ich bei Gericht bin, immer wieder aufgefallen, dass Leute, die die Unwahrheit sagen, sich häufig irgendwie im Gesicht rumfummeln, meistens so an die Nase fassen. Das muss aber jetzt nicht für sich allein schon sagen, dass die Person unglaubwürdig ist. Sehr wichtig dabei sind auch die sogenannten inhaltlichen Realitätskriterien. Das bedeutet, kann man sich in die Person, die da gerade was erzählt, einfühlen. Und das kann man immer besonders gut dann, wie auch bei der Glaubhaftigkeit einer Aussage, die Person Details liefert und dann auch sagen kann, wie sie dann darauf reagiert hat und was sie in dem Moment gefühlt hat. Das ist nicht wichtig für die inhaltliche
Aussage, aber es ist eben wichtig für die Glaubwürdigkeit einer Person. Sehr häufig ist es auch ein Kriterium, dass die Leute auf Nachfragen nicht genau oder nicht detailreich reagieren können, sondern dann immer wieder stereotyp auf das verweisen, was sie schon bereits gesagt haben, obwohl sie gar nicht so konkret auf die Nachfrage antworten. Bei Politikern sehr beliebt. Ja, liebe Rechtsfreunde, und bevor wir jetzt zum Ende kommen und ihr das Video liked, den Kanal abonniert und endlich diese verdammte Glocke aktiviert, werdet ihr sicherlich bemerkt haben, dass im Hintergrund, während ich gesprochen habe, so einige Dinge passiert sind. Und ich möchte jetzt nicht von euch wissen, welche Figuren oder welche Masken ihr da gesehen habt und ob ihr die beschreiben könnt, sondern ich möchte von euch wissen, welche Figur und welche Maske passt zu welchem Mordwerkzeug. Seht ihr? Und deshalb ist der Zeuge das schlechteste Beweismittel im Verfahren. Was also zumindest für uns hinzu.